Liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich, gemeinsam mit Dietmar Spitzenkandidatin unserer Partei zur Bundestagswahl zu sein. Ich freue mich auf den Wahlkampf mit all unseren Mitgliedern und den Kandidatinnen und Kandidaten. Wir haben heute mit großer Mehrheit ein Programm verabschiedet, in dem wir konkrete Alternativen formulieren sowie eine Utopie für eine gerechte und solidarische Gesellschaft aufzeigen. Lasst uns hinter diesem Programm versammeln, denn ab jetzt sind wir im Wahlkampf. Ganz besonders jetzt lasst uns raus auf die Straßen und Plätze, an die Haustüren und vor die Betriebe, um für eine starke Linke im neuen Deutschen Bundestag zu kämpfen, im Kiez, in der Kleinstadt und an den Orten, die von der Politik vergessen wurden, nah bei den Menschen, ihren Sorgen und Träumen. Wir haben eine große Verantwortung, denn die Linke wird gebraucht. Ganz besonders in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie die soziale Ungleichheit noch weiter verschärft hat. Viele sind ärmer und einige wenige reicher geworden. Für viele ist diese Krise noch lange nicht vorbei. Viele sind nach wie vor in Kurzarbeit. Viele stehen kurz vor der Insolvenz. Und viele haben ihre Arbeit verloren. Corona hat die sozialen Unterschiede deutlich gezeigt. Während die Milliardenspritzen für die Konzerne locker saßen, wurden viele einfach vergessen. Gerade die, die sozial und gesundheitlich besonders gefährdet sind, wurden im Stich gelassen. Und nichts verdeutlicht das so sehr wie der Umgang mit den Masken. Es ist schlimm genug, dass das Gesundheitsministerium von Jens Spahn über 1 Milliarde Steuergeld versenkt in minderwertige Masken. Und es ist schlimm genug, dass seine Parteifreunde sich bereichern an einer Pandemie und Geld einstecken für Maskendeals. Das ist alles schlimm genug. Aber dann überlegt man im Gesundheitsministerium, wem könnten wir jetzt diese unbrauchbaren Masken andrehen, damit der Fehlkauf nicht auffällt? Und dann kommt man ausgerechnet auf Obdachlose, auf Menschen mit Behinderungen und auf Menschen, die Hartz IV beziehen. Und das macht fassungslos. Was ist denn das für ein Menschenbild dieses Gesundheitsministers? Ausgerechnet die Menschen, die zu den besonders vulnerablen Gruppen gehören, die das Risiko haben, besonders schwer zu erkranken an Covid oder daran zu sterben. Ja, diese Menschen müssen geschützt werden. Die sind doch nicht die Resterampe für Fehlinvestitionen des Gesundheitsministeriums. Im letzten Jahr gab es große Worte des Dankes an die Systemrelevanten. Aber auf Applaus und warme Worte folgte nichts. Davon kann die alleinerziehende Verkäuferin oder der Paketbote keine Rechnung bezahlen. Dazu reichen Applaus und warme Worte nicht aus. Harte Arbeit, ob auf dem Bau oder im Supermarkt, in der Kita oder im Krankenhaus, muss besser entlohnt werden. Und deswegen wünschen wir Verdi und den 5 Millionen Beschäftigten im Handel alles Gute für die anstehende Tarifrunde. Wir wünschen euch ein ordentliches Lohnplus, dass ihr das durchsetzt. Ihr habt unsere Solidarität. Und jetzt geht es darum, wer die Kosten eigentlich bezahlt für diese Krise. Und da werden ja erste Vorschläge munter diskutiert. Sozialabbau, weniger Urlaubstage, mehr Sonntagsarbeit oder die Rente ab 68. Also mit anderen Worten, die Kosten der Krise soll abgewälzt werden auf die Menschen, die Gesellschaft während der Pandemie am Laufen gehalten haben. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, ist eine Frechheit. Einige der reichsten Männer dieses Landes
sind die Besitzer von Einzelhandelsketten. Deren Gewinn und damit auch deren Vermögen ist im letzten Jahr noch mal weiter gestiegen. Aber am Ende soll die Kassiererin, die oft mit Niedriglohn abgespeist werden, die Kosten für die Krise tragen. Das ist überhaupt nicht akzeptabel, und das werden wir in diesem Wahlkampf zum Thema machen. Wir wollen die Superreichen und die Profiteure der Krise zur Kasse bitten, damit ein Unternehmen wie Amazon endlich mal angemessen Steuern zahlt in diesem Land. Und wir schlagen eine Vermögensabgabe vor für das reichste Prozent in dieser Gesellschaft, damit sie sich beteiligen an den Krisenkosten. Ja, und natürlich brauchen wir die Wiedereinführung der Vermögensteuer, weil Vermögen in diesem Land so gut wie nicht besteuert wird, liebe Genossinnen und Genossen. Und jetzt behauptet die CDU in ihrem Wahlprogramm, alles ernstens, eine Vermögenssteuer würde uns alle treffen. So ein Quatsch. Wer das glaubt, der glaubt auch, dass Friedrich Merz zur gehobenen Mittelschicht gehört, liebe Genossinnen und Genossen. Nein, es geht nicht um alle. Wen wir besteuern wollen, das ist die zunehmende Zahl an Millionären und Milliardären in diesem Land. Und das ist ein Gebot der Gerechtigkeit. Und deswegen brauchen wir die Vermögenssteuer endlich. Sie muss wieder eingeführt werden, damit wir die Infrastruktur finanzieren können und gute Bildung und ein öffentliches, gutes Gesundheitssystem. Notwendig ist eine mutige, eine radikale und eine realistische Politik. Es geht nicht um kleine Korrekturen, es geht um einen Richtungswechsel. Wir wollen die Prämissen der Politik grundsätzlich verändern, und zwar im Interesse der übergroßen Mehrheit. Wir wollen eine Gesellschaft, in der gute Arbeit normal ist. Schluss mit ausufernden Befristungen, mit Minijobs und Leiharbeit. Denn prekäre Beschäftigung bedeutet ein Leben in Angst, in Unsicherheit und ohne Planbarkeit. Armutslöhnen, von denen man nicht leben kann, wollen wir den Kampf ansagen. Es darf doch nicht sein, dass Busfahrerinnen und Busfahrer in einigen Städten dieses Landes Wohngeld beantragen müssen, weil ihr Gehalt nicht zum Leben reicht. Das wurde mir gerade wieder erzählt bei einer Betriebsrätekonferenz von Verdi. Das darf nicht sein, dass Busfahrerinnen und Busfahrer so wenig verdienen, dass sie am Ende des Monats aufstocken müssen oder gar Wohngeld beantragen müssen oder einem Zweitjob nachgehen müssen, weil so schlecht bezahlt wird. Und daran wollen wir was ändern. Schluss mit diesen Armutslöhnen. Wir wollen flächendeckende Tarifverträge stärken, und wir wollen einen Mindestlohn von 13 Euro. Die Linke steht an der Seite der Arbeitenden, die täglich den gesellschaftlichen Reichtum in diesem Land erarbeiten und die den Laden am Laufen halten. Und wir wollen eine Gesellschaft, in der die Rente den Lebensstandard sichert und vor Altersarmut schützt. Millionen Beschäftigten droht Altersarmut, ob sie im Krankenhaus, an der Supermarktkasse oder auf dem Bau arbeiten. Und es betrifft besonders Minijobber, es betrifft Frauen, es betrifft Prekärbeschäftigte und es betrifft alle die, und das sind vor allem Frauen, die unbezahlte Familien- und Pflegearbeit leisten. Ihre Lebensleistungen werden nicht anerkannt. Sie werden nach Jahrzehnten harter Arbeit mit einer Rente auf Hartz-IV-Niveau abgespeist, und damit werden wir uns niemals abfinden. Niemand darf gezwungen sein, bis ins hohe Alter zu arbeiten oder Flaschen zu sammeln, weil die Rente nicht reicht. Wir wollen, dass alle Menschen in Würde leben können. Und dazu gehört, dass die Rente nicht einfach zum Überleben reicht. Nein, sondern sie muss auch reichen für das Geschenk fürs Enkelkind. Sie muss reichen für Kulturveranstaltungen. Sie muss reichen für ein gutes Leben, liebe Genossinnen und Genossen. Geht es um Menschenwürde, um den Respekt von Lebensleistungen. Und deshalb kämpfen wir für die Angleichung der Ostrenten. Und das ist nach mehr als 30 Jahren überfällig, dass hier endlich Gerechtigkeit geschieht.
Wir wollen eine Rente, in die alle einzahlen, eine solidarische Mindestrente. Und natürlich muss die Rente ab 67 abgeschafft werden, weil die Menschen, die hart körperlich arbeiten, gar nicht bis dahin arbeiten können und zu hohen Abschlägen in Rente gehen müssen. Deswegen Schluss mit der Rente ab 67 und hören wir auf, über die Erhöhung des Renteneintrittsalters weiter zu diskutieren. Wir wollen eine Gesellschaft, in der Krankenhäuser keine Gewinne abwerfen und Dividenden für Aktionäre erwirtschaften müssen, sondern Menschen gesund machen. Die Pflege von Menschen darf doch nicht durch Kostendruck und Fallpauschalen organisiert werden. Wir wollen Krankenhäuser in öffentlicher Hand mit ausgeruhtem und gut bezahltem Personal. Wir wollen, dass sie Zeit für ihre Patientinnen und Patienten haben, weil Worte des Trosts und des Zuspruchs oft genauso wichtig sind wie eine Spritze, auch wenn sie nicht abrechenbar ist. Menschenwürde statt Pflegenotstand. Denn Applaus gibt auch hier keine Sicherheit und warme Worte zahlen keine Rechnung. Und deshalb brauchen wir ein Sofortprogramm für mehr Personal, für bessere Bezahlung in der Pflege, im Krankenhaus, in den Pflegeeinrichtungen und natürlich auch in der ambulanten Pflege, die so oft vergessen wird, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wollen eine solidarische Bürgerversicherung statt Zweiklassenmedizin. Und niemand darf in Deutschland ohne Krankenversicherung sein. Auch und schon gar nicht die Saisonkräfte, die gerade auf den Spargelfeldern arbeiten und zum Teil überhaupt nicht krankenversichert sind, weil die Bundesregierung das zulässt. Liebe Genossinnen und Genossen, diese Bundestagswahl ist auch eine Abstimmung über bezahlbare Mieten. CDU und FDP agieren als parlamentarischer Arm der Immobilienlobby. Wir sind die Partei der Mieterinnen und Mieter. Wir wollen eine Gesellschaft, in der nicht Immobilienkonzerne darüber entscheiden, wie wir wohnen. Und der Berliner Mietendeckel war ein wichtiger und er war ein mutiger Schritt. Es war ein Akt der Notwehr angesichts der dramatischen Lage auf dem Wohnungsmarkt. Und nachdem er in Berlin gekippt wurde, gilt für uns jetzt erst recht. Wir wollen bundesweit die Mieten deckeln und wir wollen einen Mietenstopp durchsetzen, liebe Genossinnen und Genossen. Damit niemand aus seiner Wohnung verdrängt wird oder gar zwangsgeräumt, weil er die Miete nicht mehr zahlen kann. Und nein, der Markt wird auch dieses Problem nicht lösen. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen, als die Mieten in den Städten explodiert sind. Und dann heißt es immer, wir müssen doch nur bauen, 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 bis die letzte Fläche versiegelt ist. Aber so schnell kann man ja nicht mal bauen, so schnell wie bezahlbarer Wohnraum vernichtet wird in diesem Land. 5 Millionen Sozialwohnungen fehlen und alle 12 Minuten fällt eine Sozialwohnung aus der Bindung. Und was ist denn die Antwort der Bundesregierung und des Bundesbauministers darauf? Was sagt denn Herr Seehofer? Seine Antwort ist die Förderung von Wohneigentum und das Baukindergeld. Und das lässt er sich dreimal so viel kosten wie den sozialen Wohnungsbau. Und das ist doch zynisch nach dem Motto, du kannst dir deine Wohnung nicht mehr leisten, dann kauf dir doch ein Haus. Das löst doch nicht die Probleme der Menschen in den Innenstädten, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen. Und deswegen brauchen wir keine Förderung von Wohneigentum. Wir brauchen sozialen Wohnungsbau und eine Deckelung der Mieten, liebe Genossinnen und Genossen. Wir brauchen eine Wohnungspolitik, die an die Wurzeln der Probleme geht. Wir wollen Bodenspekulation verhindern, übrigens nicht nur im städtischen Raum. Wir wollen die Mieten deckeln und wir unterstützen das Volksbegehren der Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin, weil jeder Mieter und jede Mieterin von Deutsche Wohnen und Co. zahlt rechnerisch 2.000 Euro pro Jahr an die Aktionäre. Ich frage euch, wer enteignet hier eigentlich wen? Wir wollen diese Immobilienkonzerne vergesellschaften, weil Wohnungen ein Zuhause für Menschen sind und kein Renditeobjekt. Wir wollen eine Gesellschaft, in der der Zugang zur Bildung nicht davon abhängt, in welche Familie ein Kind geboren wurde. Das mehrgliedrige Schulsystem, das verfestigt die soziale Ungleichheit.
Und gerade Kinder aus Arbeiterfamilien und Kinder mit Migrationsgeschichte werden besonders benachteiligt. Und Corona hat ja die Probleme des deutschen Bildungssystems noch sichtbarer gemacht. Lehrkräftemangel, soziale Ungerechtigkeit und fehlende Ausstattung. Nein, wir wollen nicht zurück zum schlechten Normalzustand. Wir brauchen eine Bildungsrevolution für längeres gemeinsames Lernen, für eine Schule für alle Kinder und für gut ausgestattete Schulen, liebe Genossinnen und Genossen. Warum lassen wir zu, dass die Kinder einen großen Teil ihres Lebens in maroden Schulen verbringen, in beengten Klassenräumen, wo der Putz von der Decke bröckelt? Wir brauchen Ganztagsschulen, wir brauchen mehr Lehrkräfte, Sozialarbeiter, kleinere Klassen. Ja, und das Recht auf Inklusion für Kinder mit Behinderung muss endlich garantiert werden, weil es den Menschen vorenthalten wird, obwohl es ein Menschenrecht ist. Wir brauchen eine andere Kultur des Lernens. Schule muss doch Kinder stärken und ermutigen. Es darf doch kein Stressfaktor sein für Kinder und für Familien. Schulen müssen ein solidarischer, ein selbstbestimmter Raum sein. Ein Ort, wo Kinder ein Musikinstrument lernen können, Sportangebote haben, Theater spielen können und schwimmen lernen können. Und zwar unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Und da reichen doch einmalig 2 Milliarden zum Aufholen nicht, wie die Bundesregierung vorschlägt. Was wir brauchen, ist Bildungsgerechtigkeit. Und das ist eine dauerhafte Aufgabe. Und dazu müssen wir dieses Bildungssystem reformieren und endlich vernünftig finanziell ausstatten. Wir treten ein für eine Politik, die allen jungen Menschen in diesem Land eine echte Perspektive ermöglicht. Einen Ausbildungsplatz oder ein Studium. Viele junge Menschen können aufgrund der steigenden Mieten nicht zu Hause ausziehen. Viele hangeln sich von einem befristeten Vertrag zum nächsten. Und an die Stelle des früheren Aufstiegsversprechens, also euren Kindern wird es mal besser gehen, sind Zukunftsängste getreten. Und Generationengerechtigkeit bedeutet doch nicht, heute an Zukunftsinvestitionen zu sparen. Die Politik von Schuldenbremse und schwarzer Null bürdet den kommenden Generationen die Lasten des Klimawandels und einer maroden Infrastruktur auf. Und die Linke tritt an für ein Zukunftsinvestitionsprogramm für den sozialen und für den ökologischen Umbau. Und liebe Genossinnen und Genossen, der Verdi-Vorsitzende hat gestern, Frank Wernicke hat gestern in seinem Grußwort gesagt, es dürfe nach der Pandemie keine Rückkehr zu einem ökologisch und sozial blinden Wirtschaftssystem geben. Genau, wir stehen für soziale Gerechtigkeit und für Klimaschutz, weil das eine nicht ohne das andere geht. Es muss Schluss sein mit der Politik der verlorenen Zeit. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, dann muss es jetzt entschlossene Schritte in diese Richtung geben. Und wir müssen das 1,5-Grad-Ziel erreichen, um den Klimawandel auch auf irgendwie ein handhabbares Niveau zu bringen. Und deshalb ist es jetzt notwendig, das anzupacken und klare Vorgaben den Konzernen zu machen, die doch für einen Großteil der CO2-Emissionen in diesem Land und weltweit verantwortlich sind. Und die Kosten dürfen doch nicht auf die umgelegt werden, die sowieso schon wenig haben. Und ja, viele Menschen sind auf das Auto angewiesen, weil sie keine Alternative haben. Ja, warum denn? Weil tausende Bahnstreckkilometer stillgelegt wurden seit der Bahnreform, weil hunderte Bahnhöfe einfach dicht gemacht wurden und damit ganze Landstriche abgehängt wurden, vor allem in Ostdeutschland. Wir wollen Deutschland zum Bahnland machen, mit einem gut ausgebauten Schienennetz, gut getaktet, barrierefrei zu bezahlbaren Preisen. Stillgelegte Bahnhöfe und Strecken im ländlichen Raum wollen wir reaktivieren. Wir wollen den Fernverkehr ausbauen, damit auch nach Corona niemand mehr von Frankfurt nach Stuttgart fliegt, weil es völlig sinnlos ist, liebe Genossinnen und Genossen. Und damit die Menschen, die sich kein Auto leisten können oder wollen, mobil sein können, auch auf dem Land. Warum sind Flughäfen gepflegte Glaspaläste und Bahnhöfe oft das mal verwahrloseste Gebäude der Stadt? Das zeigt auch viel über den Stellenwert von öffentlichem Verkehr in diesem Land. Und ja, mit Andreas Scheuer sitzt ein Lobbyist der Automobilindustrie auf dem Ministersessel. Und es ist höchste Zeit, dass sich das ändert, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wollen den öffentlichen Nahverkehr massiv ausbauen.
Und wir wollen den Nulltarif zum Ziel machen, um bezahlbare Mobilität zu ermöglichen. Ja, das kostet Geld. Aber teurer als die Verkehrswende ist keine Verkehrswende. Wir wollen die Arbeitsplätze in der Industrie zukunftssicher und nachhaltig machen, mit vor allem Transformationsfonds. Dabei müssen auch die Beschäftigten stärker mitbestimmen können. Ja, dafür bekommen wir keinen Applaus aus den Chefetagen der Energiekonzerne, der Kohlelobby und der Automobilindustrie. Im Gegenteil. Aber wer nicht bereit ist, sich mit deren Interessen anzulegen, der wird scheitern beim Klimaschutz. Liebe Genossinnen und Genossen, der Kampf um soziale und um politische Rechte gehört untrennbar zusammen. Und damit stehen wir in der Tradition der sozialistischen und der Arbeiterbewegung. Die sozialistische Bewegung hat immer für das Recht auf körperliche Selbstbestimmung, auf das Recht auf Schwangerschaftsabbruch gekämpft und gegen die Kriminalisierung. Und die sozialistische Bewegung hat immer gegen den Paragraphen 175 und die Kriminalisierung von Homosexualität gekämpft, weil es um Menschenrechte geht. Wir treten an für Solidarität und für gleiche Rechte für alle. Viele Menschen mit Migrationsgeschichte machen früh die Erfahrung, dass sich ihre Anstrengungen weniger lohnen, dass sie weniger zählen, dass sie sich mehr anstrengen müssen, dass sie häufiger in Polizeikontrollen kommen, Stichwort Racial Profiling, dass sie Ausgrenzung, Bedrohung und alltäglichen Rassismus erfahren. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der niemand ausgegrenzt wird und struktureller Rassismus endlich als Problem anerkannt und vor allem angegangen wird, liebe Genossinnen und Genossen. Und zwar auch in den Sicherheitsbehörden. In Frankfurt wurde gerade das SEK aufgelöst, weil gegen etwa ein Drittel der Mitglieder wegen rechter Chats ermittelt wird. Ein Drittel. Und diese rechten Netzwerke in den Sicherheitsbehörden, die dürfen nicht kleingeredet werden von dem reflexhaften Gerede durch von Einzelfällen. Nein, diese rechten Netzwerke müssen ernst genommen werden, die wir in der Bundeswehr haben, die wir in den Sicherheitsbehörden haben, weil diese Menschen haben Zugang zu Waffen und zu Sprengstoffen und zu sensiblen Daten. Und deshalb müssen diese rechten Netzwerke ernst genommen und aufgeklärt werden, liebe Genossinnen und Genossen, und nicht verharmlost und kleingeredet. Die Gefahr von rechts ist groß. Das zeigen doch der NSU, Halle, der Mord an Walter Lübcke und Hanau. Der Kampf gegen rechts, der Kampf gegen Nazis auf der Straße und in den Parlamenten, der Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und alle Formen von Menschenfeindlichkeit, ja, das ist doch unser aller Auftrag als Linke. Und deswegen sind wir auch die laute Stimme gegen rechts und gegen alle Formen von Rassismus. Liebe Genossinnen und Genossen, Solidarität ist unteilbar und sie endet nicht an den Außengrenzen Deutschlands und der Europäischen Union. Ich habe meine erste Auslandsreise als Parteivorsitzende nach Lesbos unternommen, um das Geflüchtetenlager Karatepe, auch Moria II genannt, zu besuchen. Dort leben über 3000 Menschen, ein Drittel davon Kinder, ohne Strom und fließendes Wasser in Zelten, bei Kälte wie bei Hitze. Viele dieser Kinder waren noch nie in einer Schule. Und viele haben noch nie in ihrem Leben einen Spielplatz gesehen. Und das ist kein Versagen, das ist Absicht. Wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, dann ist das kein tragisches Unglück. Nein, ist das das gewollte Ergebnis einer Abschottungs- und Abschreckungspolitik. Weil wer Seenotretter kriminalisiert und an ihrer Arbeit hindert, der soll wenigstens danach aufhören, heuchlerisch darüber zu reden, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken. Diese Abschottungspolitik muss aufhören. Wir brauchen eine solidarische Politik für Geflüchtete in der Europäischen Union. Hier werden Menschenrechte mit Füßen getreten, aber es flieht doch niemand freiwillig, sondern aufgrund von Krieg und Elend. Und wir wollen eine Gesellschaft, die auf Abrüstung setzt, statt auf Waffenexporte und Militäreinsätze. Nach fast 20 Jahren zieht die Bundeswehr dieses Jahr aus Afghanistan ab.
Nach 20 Jahren Krieg, in denen Afghanistan nicht friedlicher und nicht sicherer geworden ist, ganz im Gegenteil. Über 12 Milliarden Euro hat der Bundeswehreinsatz gekostet. Und was noch viel, viel wichtiger ist, über 80.000 Menschen sind in diesem Krieg ums Leben gekommen. Nach dem offensichtlichen Scheitern dieses Militäreinsatzes und auch übrigens dem in Mali, die linke Bundestagsfraktion immer geschlossen abgelehnt hat, finde ich es ehrlich gesagt etwas absurd nach diesem Scheitern, dass ausgerechnet wir als Linke unsere friedenspolitischen Positionen überdenken sollen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir lehnen Waffenexporte ab und wollen sie stoppen. Wir lehnen bewaffnete Drohnen ab. Wir wollen abrüsten und wir wollen die Entwicklungszusammenarbeit stärken. Den Hunger in der Welt zu bekämpfen, das wäre wirklich mal eine sinnvolle humanitäre Intervention. Wir lehnen das 2%-Ziel der NATO ab und Deutschland hat enorm aufgerüstet in den letzten Jahren, allein im Corona-Jahr 2020 um 8%. In Zeiten neuer Konfrontation stehen wir für konsequente Friedens- und Entspannungspolitik. Und deshalb, die Linke ist eine konsequente Friedenspartei. Und wir haben alle Einsätze abgelehnt. Und das werden wir auch weiterhin tun. Liebe Genossinnen und Genossen, unsere Gedanken sind in diesen Tagen auch bei unseren Genossinnen und Genossen der HDP. Nach dem faschistischen Anschlag auf die HDP-Zentrale in Izmir, bei dem eine Genossin getötet wurde, und angesichts des drohenden Verbots, das Erdogan plant. Tausende Oppositionelle wurden verhaftet, ihren Ämtern enthoben und inhaftiert. Erdogan führt einen Krieg gegen die Kurden und unterdrückt die Opposition. Und deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, nicht länger dazu zu schweigen und vor allem die Deals mit Erdogan zu beenden. Solidarität mit der HDP und allen demokratischen Kräften in der Türkei. Unser Wahlprogramm ist ein politisches Angebot. Die Linke ist nicht käuflich. Wir bekommen keine Spenden von Unternehmen und unsere Abgeordneten bereichern sich auch nicht an einer Pandemie. Unser Parteitag wird gesponsert von unseren Mitgliedern. Wir machen Druck für konkrete Verbesserungen mit der Vision einer sozialen, einer gerechten, einer demokratischen Gesellschaft. Nein, nicht zurück zum kapitalistischen Normalzustand vor Corona, hin zu einer Gesellschaft, in der Respekt und Solidarität keine leeren Versprechungen sind. Und dazu wollen wir die Prämissen der Politik grundlegend verändern, im Interesse der übergroßen Mehrheit in diesem Land. Lasst uns nicht darüber reden, ob wir verschiedene Milieus erreichen, sondern wie wir verschiedene Milieus erreichen. Denn ob Stadt oder Land, ob studiert oder nicht, sie alle brauchen doch ein gutes öffentliches Gesundheitssystem, eine armutsfeste Rente. Das brauchen doch alle, das verbindet doch die Menschen, weil die Spaltung doch zwischen oben und unten verläuft und nicht zwischen anderen Linien. Und Solidarität statt Konkurrenz, Frieden statt Aufrüstung und Konfrontation, Klimagerechtigkeit statt grünem Kapitalismus. Ja, einige nennen das radikal. Wir nennen das Gerechtigkeit. Es geht um eine bessere Zukunft, es geht um ein besseres Leben im Hier und Jetzt. Her mit dem schönen Leben, und Veränderung braucht Bewegung und Menschen, die sich für eine bessere Zukunft engagieren. Gemeinsam mit Gewerkschaften und sozialen Bewegungen, mit Black Lives Matter, der Klimabewegung, Seebrücke und den neuen feministischen Bewegungen wollen wir Gesellschaft verändern, und dazu brauchen wir dich. Und deshalb, bei der Wahl kämpfen wir um eine starke Linke und um einen Politikwechsel. Und es geht um viel in diesem Wahljahr. Und deshalb will ich alle auffordern, werdet linksaktiv. Unterstützt uns in diesem Wahlkampf, tretet ein und helft uns, die Alternativen von links lauter und sichtbarer zu machen. Und tut es am besten gleich jetzt. Vielen Dank.